mir auf. Was dann, Mädchen? Da kommt wieder mal dein Kreuzchen. Ghetto. Der wird voller geschaut, bei sehe ich wie bei mir. Na ja. Das ist ja nicht so viel an dem Küchenchen dran. So, Willi, wir haben hier ja gar keine Uniform. Und es geht mich wunder, dass Sie es überhaupt kein Ragelos sind. Ja, was noch viel Schor hast, ein feindlich Musik, der Radetzky-Marsch. Oh, Willi, das waren doch die alten Kameraden. Ach so, auch gut. Na ja, dann passt sie auch zuerst. Brustpreisen. Brustehren. Kriegst du deine Box noch zu? Ja, mach sehr schön. Hier mal, da kann ich dir einen guten Tipp geben. Das misst mindestens 2 mm rundherum aus. Was dann? Du musst es Trinktanga tun. Ja, was hast du dann? Das hast du in einer Box meinem Riemchen. Jetzt ziehst du doch besser da durch, als ihn haarig sehen. Weil wer sich auch was du willst, dann passt ja gerade die Chipkartefach vom Geldbeine. Meine Frau hat auch so dicke, du nicht steinig zu ihr gesagt, ziehst du das Dreiecksding, dann nimm ich ihn. Du sagst zu mir doch, ich will das Haut gut ziehen, ich fand nicht mehr. Also für zu lesen brauche ich ja bei oben Brill. Nein, ich wollte beim Schlecker Rasier schon kämpfen. Haben Sie nicht nur mit Gel. Nur nicht ihre Gelkort. Wie ich an der Helm habe gebrochen und du warst auch noch blau. Und der Baby war noch nicht einmal von Nivea. Danke nochmal, und ich gedacht, da lasst ihr so klar nicht auf den Backen. Du hol nicht die Klobrille, die hol ich immer da alleine für zu lesen. Du war das Kleidchen. Auf Englisch geschrieben. Das hätte besser sonst wohin geschmiert. Na ja, nicht genau. Wenn das am Schlecker bei der Rasierklinge lädt, dann passt das ja irgendwie. So, Willi, was geht denn da Neues auf der Head? Was hast du dann eigentlich mit dem Tennisclub? Der hat sein Bestzeit noch gesehen. Ja, und das schön heißt sie beim Sportplatz. Dann geht aber ein Swingerclub. So bloß. Wofür dann nicht? Ja, der dann ist ein blöder Mann am scharfen Ecke dicht gemacht hat, muss ich den Ortsbeirat ja etwas auch nicht aus abfallen lassen. Ah, oh, weil geht mir eure Licht ob ich schon neulich am Ritas Eck und Büffi ein Gespräch zugelost, dass ich mit Lotz und irgendwo Geschäftsführer bin. So, der Lustwerner ist auch ein neuer Ehrensenat, glaube ich, ist am Verein. Denn also noch ziemlich jung. Ah, der ist aber auch nicht mehr nein. Wieso, denn hast du noch Jugendleiter am Gesangverein? Also, der Lustwerner, der kann ja so von Herzen lachen, wenn ein Zieh Bier getrunken hat. Dann erinnert er mich immer an diesen Papst Franziskus. Was hast du da für ein Vergleich? Eva, du hast recht. Der Benedikt hat höchstens mal hier gegrinst, wenn du über Null gestolpert hast.
Der Benedikt, das war ja auch gar kein Forster. Das hier, der wird auch wohl die 400 Jahre weggetreten. So, ich schon hier die katholische Kirche für den größten Arbeitgeber in Deutschland. Tja, Willi, der Stern von Bethlehem, der strahlt eben weiter wie der von Untertürkheim. Und die Kirche, die wäre ja auch so reich. Oh, das kann man so nennen, so. Du siehst ja auch, du wirst so arm und Marianne ist ein Mautschastabu. Die Kirche hat ja so viel Kunstschätze. Oh, das hast du nicht so will. Nur stell doch mal vier die Sixtinische Kapelle, die auf der Hecke stehen. Hör mir, wer das schön ist. Oder willst du und Petrus sein Grab am Kerl hauen? Ich nicht. Oder willst du den Karo-Kaffee aus dem Kimchi trinken, wo du ständig die Brillanten zwischen den Zähnen holst? Egal, was mich der Dr. Nikolai? Oh, Dr. Nikolai, der ist der Bischof für den Pastier zuständig. Da tut der Hude immer keine Kehre. Die parieren nicht immer. Und was die früher halt getrieben haben. Sogar hat 84-Jährigen auf Helm Maske tun und hat gemeint, wir noch an der HJ. Apropos Reich, die Führer Summe soll ja so dolle Polterabend an ihre gewesen. Was ich dann heiß soll gewesen, der war. Man kann das Kanto ruhig den Numen nennen. Den Adam zu loren zum Geheirat. Du kannst mal tief kleben. So etwas hat die Brickergas noch nicht erlebt. Da war etwas. Da war mehr Prominenz auf einer Gruppe wie auf Ziehkappensitzungen. Markendinger. Wenn ich das so, da war alles verdreht. Von der Bursch bis auf den Bleischmelz, von der Karbach bis an der Wollebach, vom Basmalis bis zum Frolando, vom Helfensroos bis zum Kurdelabend. Naja, da das an ihr nicht eigentlich wie ein Luxemburg. Wenn ein Erbprinz heirat, da das alles auf die Bett. Wenn man einen Hund. So, ja, ich war so 4 Jahre auch auf dem Brickefest gewesen. Was für ein Brickefest? Päpisch-Brickefest? Ja. Nein, schon kein Quatsch gekriegt. Ich kein Quatsch gekriegt. Ja, was denkst du dann? Für die Verluste durch die Brückensperrung hat Roth doch die Exklusivrechte beim Ersetzen von der Neuerbrücke Zuschauertribünen zu errichten. Und die Karte waren am Nu verkraft. Die haben sogar Runterguck-Stehplätze von der Wollebachsbrücke verkloppt. Na ja, da war aber richtig etwas los. Da zählst du gewährt. Und weil der Adam Seberti hier auch ein bisschen Schaden hat, durfte er nicht mitternachts Premium-Buffet für die Ehrentribüne liefern. Oh, denk es gut. Ja, und Dupri erstmal Buchladen drum gegangen und sein Ladenhüter verkauft. Der Ehrentribüne. Der ganz prominent, Lothar Fersig. Zum Schluss muss den Adams Mächtel für die Stadtvorstand noch Laurebrezeln umbacken. So, der Stadtvorstand, den hast du da eigentlich alle dran. Oh, das kann ich dir nur. Lothar Koryphäen. Also den Ecki und Tommy. Ein Birkenstöckchen, ein Tochterlinchen und ein Dreiergläschen. Zu so einem Trier wäre das größte Dorf in der Eifel. Und was sollen sie von Erik?
Irland ist das große Hundeklo der Rheinprovinz. Da, das war. So viel Tiere kann ich gar nicht kennen, wie Gopen am Dorf rumleihen. Also ich nehme manchmal die Hände vor Biber und vor Palz, die kämen auch noch hier ein Schänzchen. Der hier Obermeisterkandidatin bekannt gemacht. Ja, die CDU ist eben auf Zock. Oh, wo sind die da bloß abgegabelt? Tja, Willi, Not macht erfinderisch. Sag auf jeden Fall, schön hat gemerkt, die Brigitte Bardot ist da Uckermark. Was hältst du da von der Namensstadt am Bundestagswahl? Oh, mein lieber Mann, wenn das da ist, die Merkel so. Die war ja allein schon eine Wiedervereinigung wert. Das hätten die doch gar nicht gekriegt. Genau. An der Tete Rate, da wäre sie das Leben nicht gehen, da geht sie auch noch Reagenzgläser spielen. Die Merkel hat neulich an der Bildzeitung gelesen, dass die Thatchers an England, die noch Premierministerin war, über 200 Friseurtermine am Jahr hat. Du nicht Angela, das vierte Spiel gestalten. Naja, ihr könnt ja auch mal wieder gehen. Die Bayreuther Festspiele sind ja schon ein halbes Jahr vorbei. So, Jörg, war schon vier Jahre um den Erika Festspiele. Ah, du meinst Erika Mord. Oh, mein Junge, was war da der Mord? So war noch keine gewesen. Sonntags morgens war zum ersten Mal ein Pontifikalmord an. Da oben im Lastwagen. Ja, lauter Gräser vom RPR 1 und da gehangen. Ja, und die Sigi Pawlitzki, den Oberprälat von Erik, und der Maske tun. Und los, so ist das Weihwasserkästchen gehalten an den Perlenschi dran. Und der Vorstand von der Gemeinschaft ihrer Ortsvereine hat am Sonntag gestört mit Schnippel und Zylinder, ob der jetzt, wo ich der Brauereibank gesäß. Millionen waren allein waren da, viel mehr wie soll es an die Kirche gehen. Ja, ja, so hat sie früher schon immer gesagt, man geht an den Feldmarsch bei Neige Kasparari. Dann auch die Attraktionen auf dem Märchenbadkrieg. Was für Attraktionen? Ein Samstags nach der Eröffnung war doch Sackhüpfen. Man Kasterberg und Badens Katrinchen. Wer hüpft in den Deutschen Bundestag? Wer hat da gewonnen? Alle, die jetzt ins Rad kommen. Warte, wo sind ich dabei? Also, ja. Mondes war buntes allerlei. Und denkst es, also Schwerz hier aus der Schinkenstraße an der Brickergasse oben auch patrouilliert und nur Jungs dafür auf den Kap und Auer verkauft. Rolex, Rolex! So habe ich schon gehört, die Gemeinschaft ihrer Ortsvereine, die geht immer kleiner. Das ist aber nicht wahr. Am Gehen, die wisst immer mehr. Die ganzen Flüchtlingsvereine sind doch beigetreten. Wieso da? Denn die Flüchtlinge sind doch alle tote Krieger, sind doch 70 Jahre aus. Hast du eine Ahnung? Du hast zum Beispiel den Erika Vorsmichs Flüchtlingsverein. Denn unser Clubhaus direkt um Ballermann. Und den Erika Märtsches vertriebene Verein. Die merken hier Jahresfahrt immer über die 1. auf der Tempenbach. Ha, das sind doch alles echt Erika Patrioten. Ich führe schon der Vorsichtsfeier, heiert Erik die Oktobersaison mit Gaudi und Hüttenzauber. Ja, ja, das war ein Zauber. Alles war ratgeheimlich. Die Frau hat in der Brust gequetscht, es war ein Pracht.
Und wenn nicht viel da war, aber so ein Dirndl, man angebaut, die Stäbe, das hilft alles. Ist Dennis, das Viehchen. Ich weiß gar nicht, wie viel der Hans-Peter, der bei Rot-Weiß gehört. Und dann hat der Junge Kind aufstehen und dann ein bisschen sich enttäuscht. Nein, er hat sich dann immer schön prägen gelassen von der Bedienung. Da hat er immer noch einen optischen Nachtisch gehabt. Aber das war ja friedlich, bayerisch, vorsichtig. Ja, bis auf ein Ausnahme. Und Anja Noll hat sich beim Loris Horst an der Woll. Ich war zum Glück erst da hier nicht auf die Mauer gefahren. Es hat sie wunderschön Dirndl und Schikot, Glorbeins, die war ja nun mal Ass. Dort noch zu ihm gesagt, es gibt Freiheit, die kennen Udo, was sie wollen, denn es steht nicht. Und dort hat gesagt, und es gibt Mannsleid, die kennen Udo, was sie wollen, denn es steht auch nicht. So, ich habe schon gehört, Loris Horst wäre bei Rot-Weiß aus dem Verein ausgetreten. Stimmt das? Ja, sicher, denn Horst hat doch Chef halt von Börjahaus. Und da muss der neutral sein. Den darf noch nicht einmal bei den Valley Dancers mitmachen. Er hat sich nämlich als Quirler beworben, oder wie der Kerl heißt. Quirler? Ja, das ist der, wo singt, wie die Dancers und No-Dancers zu tanzen. Also dürfte der Haus ja auch nicht zu Blutwurst-Ärzte-Magna logisch gehen. Auf keinen Fall, das dürft ihr gar nicht Huhn holen. So, jemand, dann hast du doch kein Wolf. Und Erik ist nicht Berlin. Da das war, Erik ist die einzige Perle am Zusammenfluss von Kill und Mosel und kein Bananendorf auf Jamaika. Was dort hier passieren, halt Dinger wie aus Chicago. Den Unfall freitags noch nach Joachstag, wie ein Auto mitten an der Nord, dann wäre nur ein Showfenster gefahren. Schon davor gehört. Du siehst vier Männer ausgestiegen. Der Schmitten-Hermann, Senior, der Lambs-Walter, der Volkmanns-Dieter und der Katzen-Dieter. Der Lederbutze-Club von Erik Kornel vom Stammtisch aus dem Ehrenhof. Genau, immer stellt die Chandamarie-Handlerin. So, wir haben alles gesehen. Wer ist gefahren? Ja, sagte Volkmanns-Dieter, das wüsste mir auch erst. Ja, die Hunde nicht alle vier Hände gesehen. Der Werno hat ja ein vierer Jahr im zweiten Laden abgemacht. Der soll ja so doll sein. Ja, ja, ich guck schon mal so einen dollen. Laden wenig, den Geschäftsmann aus der Prägergaser Trier abgemacht hat. Du hast ihn abgestopft wie ein Billigflieger. Na ja, wenn er immer gut steht, wie ein Steck Krebkuchen kaputt geht, dann kann man ja noch verkaufen. Wo man gerade beim Krebkuchen sehen, kennst du Schäufele? Das ist doch Ihr Finanzminister. Oh, du, das ist eine badische Spezialität. Und was ist SMS für Spezialität? Das ist kein Nächst für zuerst. Das ist ein Telefon, wo es nächste Schwärze braucht. Ja, wie geht das dann? Weil wenn er zwei nebeneinander stehen, so wie Mehrheit, da schwärzen die nämlich mal, nee, da schenken die sich ein SMS. Ich weiß nicht, was das heißt. Mach da nichts, Trost, die meisten SMS-Schicker wissen das nicht. Also,
das aus Englisch und heißt Short Message Service, Kurznachrichtendienst. So, wer wisst ihr das auch mal? Aber das Kind hat eine Kurznachricht gesehen, wenn die stundenlang auf den Knäppchen rumklimpern. Willi, give it up. Ich will aus dem Englisch raus. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte man dieses Jahr britisch glanzend Gloria gefeiert. Thomas, dein Lisbeth. Du willst doch nicht behaupten, dein Ege zählt nicht für Florese, was die Queen für England ist. Die Queen und du, ihr Mistgeschuske. Oh, mein Junge, ich zu suchen, was der Queen geschossen. Schöneren Tod kenn ich doch nicht. Stell dir mal vor, da gingst du als mein Fiesbruder am Schorsch seiner Chapel an der Esterei sitzen. Direkt neben am Charles und seiner Camellia. Das war kein Camellia, das war ein Tampon. Zum Telefon, ja wisst ihr noch. Also wenn ich mal den Charles so an den Schlüpfer vorstelle, denn sein Ohren sind doch direkt wieder hocken. So, liebe Damen, ob London oder Berlin, so hat die Welt direkt gesehen. Ob Deckefisch und deren Hering, die Forst nicht bei uns an Erik, die feiern mehr wie jedes Jahr, die Lage ist Glanz und Gloria. Hör auf! Eigentlich muss man sich gar nicht mehr vorstellen, der Ordnung, Herr Hopper. Machen wir es aber, sieht's wieder! Jürgen Haubrich, Willi Pfeil. Und seit sage und schreibe 1976 stehen die beiden hier vorne in der Bild, der Willi sogar schon seit 1972. Und das hat so weit von lang gedauert, bis ihr Ruf nach Trier gerannt ist. Und in diesem Jahr sind sie von der KG Honor Ons mit dem Spaßvogelorden ausgezeichnet worden. Den haben sie auch dabei. Und das ist eine Ehre, die nur ganz, ganz, ganz wenigen zuteil wird. Denn eine Voraussetzung ist zum Beispiel 11 Jahre ununterbrochen in eine Bütze zu gehen. Und das hat was. Die Fiesbrüder! Auf die Erika Originale, ein dreifaches Willi! Jürgen! Karneval! Und Ausmarsch bitte!